Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 21a bis 21c sowie Zusatzpunkt 7. Beratung mehrerer Vorlagen zum Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte, die Platzwechsel etwas schneller vorzunehmen. Wir haben heute noch einen sehr langen Tag, worauf wir uns alle freuen. Ich eröffne die Aussprache, und das Wort hat zuerst aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Mike Außendorf. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank erneut an die demokratische Opposition an dieser Stelle, dass wir wiederholt die Möglichkeit haben, über die Neuaufstellung der handelspolitischen Grundsätze der Bundesregierung zu sprechen. Wir haben das ja bereits im Januar ausführlich diskutiert. Ich möchte das einmal ins Gedächtnis rufen, was ich damals zu dem Thema gesagt habe. Ich zitiere: Wir als Koalition machen Handelspolitik auf Augenhöhe. Handel kann und muss mehr sein als nur vereinfachter Warenaustausch, sondern muss auch als Anlass für gemeinsame Sicherung der Lebensgrundlagen und damit auch als Grundlage für die Wirtschaft genutzt werden. Für das Mercosur-Handelsabkommen haben wir im Koalitionsvertrag die Bedingungen für eine Ratifizierung festgehalten. Für uns ist klar, dass wir dann und nur dann für die Ratifizierung einsetzen, wenn zuvor von Seiten der Partnerländer umsetzbare und überprüfbare rechtlich verbindliche Verpflichtungen zum Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsschutz eingegangen werden und eine praktisch durchsetzbare Zusatzvereinbarung zum Schutz und Erhalt der bestehenden Waldflächen abgeschlossen worden ist. Meine Damen und Herren, die Union und auch die Linken wissen es, dass wir das so vereinbart haben und dass darüber gesprochen wird. Aber gut, trotzdem, wir debattieren heute hier weiter über den Punkt. Zu den allgemeinen Nachhaltigkeitskapiteln. Da hat ja die Europäische Kommission bereits gute Leitlinien vorgelegt und mit beispielsweise Neuseeland in einem Handelsabkommen verhandelt. Für die Vernetzung von effektivem Waldschutz in einem Handelsabkommen gab es bisher keine Blaupause. Deswegen haben wir als Grüne Bundestagsfraktion dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben. Und in dem Zuge hat Professor Holterhus für uns einmal den Status quo beleuchtet und Vorschläge für die Umsetzung gemacht. Und ich bin froh, das einmal hier kurz skizzieren zu dürfen. Der erste Punkt, den Professor Holterhus festgestellt hat, ist, dass im Status quo in dem jetzigen Verhandlungsstand Nachhaltigkeit und Waldschutz nicht festgehalten ist, es also dringend Handlungsbedarf gibt. Weiterhin, und das ist auch noch mal wichtig festzuhalten, das ist jetzt nicht nur eine politische Zielsetzung, die wir besonders als Grüne voraussetzen, sondern das ist auch unionsrechtlich verpflichtend. Das Unionsrecht schreibt klar vor, dass die Kommission sich auch international für Menschenrechte, für Nachhaltigkeitskapitel und auch für den Waldschutz einsetzen muss. Den Lösungsvorschlag, den Professor Holterhus vorgelegt hat, ist relativ einfach. Es basiert darauf, ein zusätzliches Kapitel in das Handelsabkommen aufzunehmen, ohne den Rest verändern zu müssen, und Waldschutzziele in den allgemein bestehenden Streitbeilegungsmechanismus zu integrieren. Damit wären dann beispielsweise bei Verfehlung der Ziele die Aufhebung von Zollerleichterungen möglich. Und ein weiterer Punkt, denn wir wollen ja Handelspolitik auf Augenhöhe machen, wir haben auch untersuchen lassen, ist Reziprozität, also Gegenseitigkeit möglich. Und das ist es. Ja, wir können auch gegenseitig Waldschutzziele, Klimaschutzziele, Nachhaltigkeitsziele so verankern, dass sie dem Streitbeilegungsmechanismus unterliegen. Wenn Sie in letzter Zeit die Nachrichten verfolgt haben, dann haben Sie festgestellt, auch der brasilianische Präsident Lula da Silva möchte an dem Abkommen Verbesserungen vornehmen. Wir stellen gerade fest, es ist vielleicht auch etwas bedenklich, dass er nicht zum EU-Lateinamerika-Gipfel kommt, dass die nächste Verhandlungsrunde aufgekündigt wurde. Das zeigt aber auch umso mehr, die Kommission hat ja eine Aufgabe und muss auf Südamerika zugehen. Die Mercosur-Staaten, die zählen wir zu den demokratischen Befreundeten Staaten auf gleicher Wertebasis. Und natürlich ist es angesichts der geopolitischen Situation wichtig,
die Beziehungen auf allen Ebenen zu intensivieren. Und die oft zitierte Zeitenwende bestärkt dieses Argument. Wir müssen aber gleichzeitig auch alle Hebel nutzen, um die Klimakrise zu bekämpfen und nachhaltig zu wirtschaften. Denn Klimagerechtigkeit und eine Weltwirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen sind die Voraussetzung für Frieden und geopolitische Stabilität. Moderne Handelsabkommen, und ich komme zum Schluss, bieten erhebliche Chancen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien, bei Rohstoffen, bei der Diversifizierung und beim Umweltschutz. Diese wollen wir nutzen und wie in der Koalition vereinbart durch verbindlichen Waldschutz ergänzen. Es braucht deshalb ein eigenständiges Waldschutzkapitel oder eine Neufassung der Zusatzvereinbarung inklusive sanktionsbewährter Streitbeilegungsmechanismen, sodass effektive Maßnahmen zum Waldschutz endlich festgeschrieben werden. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Julia Klöckner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland ist ein starkes Land, aber kein Land ist stark genug für sich selbst. Und wer Verbündete in der Welt hat, der verringert sein Risiko, im Übrigen auch sein Risiko für mangelnde Sicherheit. Also es geht um Wohlstand, es geht auch um die Versorgungssicherheit. Russland, das wissen wir jetzt, war weder Verbündeter noch verlässlicher Partner. Aber die Lehren daraus zu ziehen, das heißt nicht für uns als Union sehr klar Abschottung, sondern genaueres Hinsehen und genaueres Diversifizieren. Denn geopolitische Verwerfungen spürt unser Land besonders. Höhere Energiepreise, knappe Ressourcen und auch labile Lieferketten. Die Antwort auf diese Krise darf nicht sein, mehr Nationalismus, weniger Handel. Die Antwort muss lauten, mehr Freihandel mit Verbündeten und neuen strategischen Partnern, die mit uns die gleichen Werte teilen. Das ist unsere Antwort. Und wer Handel miteinander betreibt, regelbasiert, der hat Interesse am Markt des anderen. Der schaut sich den Markt, die Menschen, das Land des anderen an. Der will erfolgreich sein. Und das kann zur Friedenssicherung beitragen. Freihandel kann, und da sind wir wirklich als Unionsfraktion nach wie vor überzeugt, kann dazu beitragen, dass Menschen sich besser verstehen und eben keine Hürden aufbauen. Und deshalb waren wir es, die Union, CDU und CSU, die für das Abkommen mit den USA immer gekämpft haben. Verhindert haben es vor allem Mitglieder dieser Ampelregierung, Grünen und SPD. Sie haben die TTIP diffamiert. Sie haben mit einer Chlorhühnchendebatte das Ganze lächerlich gemacht. Sie haben den Menschen Angst eingejagt und unrealistische Forderungen gestellt. Und sie sagten, alles, was für Deutschland gilt, sollte gefälligst auch andere Länder erst mal für sich übernehmen. Es waren die Grünen mit ihren Vorfeldorganisationen, mit der Kampagnenmaschinerie. Moralisierend haben sie so getan, als wären wir die Zugführer. Wir sind es nicht. Sie stehen jetzt am Bahnhof, warten auf den Zug. Der ist abgefahren. Sie gehen jetzt bettelnd in die USA. Hätten wir TTIP unterstützt, hätten wir TTIP heute, hätten wir nicht das Problem mit dem Inflation Reduction Act. Und Sie müssen jetzt nicht in die USA pilgern. Und deshalb sage ich genauso, es war eben keine strategische Weitsicht der Grünen und der SPD, wie sie vorgegangen sind. Nein, es war keine Weitsicht. Herr Ebner, wissen Sie, Sie leiern ja die gleiche Platte, Sie legen ja immer die gleiche Langspielplatte auf. Und diese Langspielplatte haben wir eben wieder gehört von einem grünen Mitglied. Das haben Sie eben nicht gelernt aus TTIP. Sie legen immer noch eins drauf, auch bei Mercosur. Sie haben die Bedingung gestellt, wenn Sie nicht das tun, was wir uns vorstellen, dann machen wir nicht mit. Sie haben den Schuss nicht gehört. Wir haben eine Zeitenwende. Und wenn wir nicht mit Mercosur, nicht mit den südamerikanischen Ländern zusammenkommen, die mit uns die Werte teilen, mit wem wollen Sie denn überhaupt noch zusammenkommen, frage ich Sie. Ja, das sind die Grünen. Wir wollen das Abkommen besser machen. Sie sind auch per se die Besseren. Sie sind auf einem moralisch hohen Hochsitz. Aber unter diesem Hochsitz sind ganz, ganz viele andere Realitäten in dieser Welt. Und ich kann Ihnen nur sagen, bei uns sagt man das in Rheinland-Pfalz, wie bei einer Schraube, nach fest kommt ab. Und irgendwann ist es ab. Und wir sollten darauf achten, dass wir First Mover bleiben. Denn die Mercosur-Staaten verhandeln gerade mit vielen anderen Ländern.
Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir nicht einer der Ersten sind, dann werden die Standards nicht von uns gesetzt. Dann werden sie von den anderen gesetzt, und wir schauen wieder in die Röhre. Und dann dürfen wir uns bei Ihnen bedanken, weil Sie verzögert haben. Deshalb bringen wir heute diesen Antrag ein. Wer für Freihandel ist, wer für regelbasierten Freihandel ist, der muss auch anerkennen, dass wir jetzt hier, was das Thema Biodiversitätsstandards anbelangt, zum Beispiel auch die Nachhaltigkeitsstandards, zum Beispiel, wir sind hier so weit fortgeschritten nach 20 Jahren Verhandlung, wie es das noch nie gab in einem Abkommen zwischen EU und Mercosur. Aber Ihnen ist es wieder nicht genug, weil es nicht dem grünen Parteitagsprogramm entspricht. Aber Deutschland ist nicht die grüne Partei. Deutschland ist Teil dieser EU, und auf uns wartet man in der EU. Und diese Ampel blinkt wieder mit allen Farben. Die SPD, also die FDP ist dafür, die Grünen sind dagegen. Und die SPD, dem Kanzler fehlt der Wumms, um jetzt mal in Brüssel wirklich zu zeigen, dass Deutschland dieses Abkommen will. Auf Deutschland wartet man, wir warten auf Sie. Deshalb bringen wir diesen Antrag ein. Mercosur muss jetzt vorangebracht werden. Und ein Viertel der deutschen Arbeitsplätze, liebe Kolleginnen und Kollegen, hängen direkt oder indirekt vom Außenhandel ab. In der Industrie ist es sogar die Hälfte. Und ja, man schaut auf Deutschland. Es geht um eine geopolitische, nicht nur Entwicklung, sondern Strategie. Die Außenpolitik muss auch wieder geopolitische Strategie haben. Und das heißt für uns auch, dass Außenpolitik eben nicht Innenpolitik primär ist. Wir haben es ja gesehen, wie das einzuordnen ist. Sie wissen es doch selbst, wie es gelaufen ist, als Ihre Außenministerin dann in Brasilien aufgetaucht ist. Sie ist nach Brasilien gereist, und als sie ankam, ist demonstrativ ihr Amtskollege auf Reisen gegangen, hat das Land verlassen. Und wir wissen, Präsident Lula hat nicht umsonst bei seinem EU-Besuch Folgendes gesagt, ich zitiere, strategische Partner sollen eine Beziehung des gegenseitigen Vertrauens haben, nicht des Misstrauens und der Sanktionen. Und deshalb sagen wir noch einmal sehr klar als Union, wir sind für einen regelbasierten Freihandel, wir sind für ein schnelles Unterzeichnen von Mercosur, wir sind dafür, dass diese Ampelregierung endlich eine klare Haltung hat, nicht ständig nachverhandelt. Ihre Interpretationserklärung von CETA ist bis heute nicht geeint auf europäischer Ebene. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Seien Sie endlich Weltpolitiker und vertreten Sie deutsche Interessen. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe und bevor ich die namentliche Abstimmung in ein paar Minuten schließe, möchte ich noch fragen, gibt es ein Mitglied im Hause, das noch nicht abgestimmt hat? Dann haben Sie jetzt noch die Möglichkeit dazu. Und dann rufe ich den nächsten Redner auf für die SPD-Fraktion, Markus Tönz. Ich bitte um Verständnis, wenn jetzt Frau Klöckner nicht da ist, falls sie angesprochen wird, weil sie geht eben abstimmen. Das hole ich danach. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zu Frau Klöckners Rede lässt sich bestimmt noch einiges sagen. Das werde ich auch gleich machen, wenn sie wieder von der Abstimmung da ist. Will man nur mit einer Sache schon mal zu Beginn aufräumen. Das ist ja so dieser Mythos. Hätten wir TTIP gemacht, dann wäre das alles in Ordnung. Wenn Sie ehrlich sind, wenn Sie mit sich selbst ehrlich sind und wenn Sie in diesen Leseraum mal waren und sich angeguckt haben, was bis zum Abbruch der Verhandlungen überhaupt verhandelt war, nichts. Nicht ein Kapitel. Nicht ein Kapitel. Und die ganzen Texte strotzten nur von gegenseitigen Misstrauen. Um ehrlich zu sein, die amerikanische Administration, genauso wie die Administration in Brüssel, war gar nicht in der Lage, ein Abkommen zu schließen. Deshalb ist jetzt TTC sehr wahrscheinlich die einzig vernünftige Variante. Und wenn Sie das wissen wollen, wie das wirklich war, dann rufen Sie Frau Vaillant an. Die kann Ihnen das genau erklären. Wenn Sie Kontaktdaten nicht haben, ich gebe sie Ihnen gerne, dann wissen Sie, wie das weiterläuft. Nur mal so als kleinen Tipp. Also, wir reden hier heute wieder mal über Mercosur. Da gibt es ja schöne Anträge von der Union, von der Linken etc. Die Verhandlungen haben 20 Jahre gedauert, das wissen wir alle. Aber es gibt mit Lula als Präsidenten in Brasilien jetzt ein Window of Opportunity. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das nutzen. Das ist wichtig, dass wir das nutzen.
Und die Mercosur-Staaten wollen das Abkommen. Und sie haben mit uns verhandelt, bevor sie übrigens mit China und anderen verhandelt haben. Das wäre das erste Abkommen, das Mercosur macht. Und ich glaube, wir können demokratische Partner, davon bin ich überzeugt, in den Mercosur-Staaten, unsere demokratischen Partner, nach einer schwierigen Zeit, die sie in den letzten 40 Jahren durchgemacht haben, nicht mehr länger warten lassen. Da stimme ich sogar mit Ihnen überein. Aber wir kommen an einen Punkt. Und jetzt will ich mal auf die Anträge eingehen. Die Linke. Da ist dann im Antrag der Linken zu lesen, Alexander Ulrich hört jetzt ganz gespannt zu lesen, dass die Angst, das Splitting zu fehlender Parlamentsbeteiligung führt. Also bisher ist das Splitting überhaupt noch nicht entschieden, ob das Abkommen gesplittet wird, ob nur der Handelsteil in Brüssel, also im Parlament und im Rat entschieden wird und der anderen Teile in die Ratifikation kommen oder nicht. Das ist alles nicht entschieden. Aber EU-Recht sagt, Handel ist EU-Kompetenz, reine EU-Kompetenz. Und darauf sollten wir uns auch einmal verständigen. Wir haben in diesem Haus 2007 dem Vertrag von Lissabon zugestimmt. Und das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage unseres Handelns. Und ich halte viel davon, dass man sagt, dann ist ja noch die Rede von fehlender Transparenz. Auch, da müssen Sie nur mal auf den Internetauftritt der Kommission gucken. Da werden Sie alles finden, was Sie an Informationen brauchen. Dann sind Sie gut informiert und kommen da weiter. Jetzt kommen wir zum Antrag der CDU-CSU. Also, wie haben Sie es gesagt, Frau Klöckner? Mercosur muss jetzt abgeschlossen werden. Soweit ich das sehe, ist das im Moment so, dass die Kommission mit den Mercosur-Staaten verhandeln will, aber die Verhandlungen ein wenig geschoben wurden. Unter anderem, weil die brasilianische Regierung auch noch Ideen und Forderungen hat, die in dem Zusatzprotokoll eine Rolle spielen. Vielleicht sollten Sie sich das mal vor Augen führen. Wenn wir auf Augenhöhe verhandeln, dann ist das Augenhöhe. Und das ist ja auch gar nicht falsch, dass die Partner, mit denen wir Verträge machen wollen, auch ihre Wünsche äußern. Und ich will Ihnen das auch noch mal sagen, weil Sie immer sagen, die Ampel will das alles nicht. Das stimmt alles nicht. Schauen Sie in den Koalitionsvertrag, da werden Sie sehen, dass wir für Freihandel sind, dass wir dieses Abkommen abschließen wollen. Aber wir wollen auch ein Abkommen, das bestimmten Regeln entspricht und diese auch zugrunde legt. Und deshalb würde ich Ihnen übrigens auch raten, sprechen Sie doch vielleicht mal mit Ihren französischen oder österreichischen Freunden. Die sind viel kritischer. Die sagen, sie wollen dieses Abkommen nicht. Und wir brauchen, glaube ich, wenn man dieses Abkommen mit einem vernünftigen Zusatzprotokoll verabschieden will, brauchen wir übrigens auch die Partner in Österreich und in Frankreich dazu. Und vielleicht mal nur so als Beispiel, es gibt ja auch Bedenken, gerade in den Bereichen zur Landwirtschaft. Daher gibt es übrigens auch Kontingente für sensible Agrarprodukte. Ne? Von daher, ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Das kann man, glaube ich, sehr gut machen. Bedenken zur Nachhaltigkeit, das ist ein Punkt, den auch der Kollege Ausendorf angesprochen hat. Und das sind die Bedenken, die wir auch als Koalition immer auch im Blick haben wollen. Und deshalb bedarf es nach meiner Überzeugung zum einen das Zusatzprotokoll, das jetzt in diesem Jahr verhandelt wird. Wir werden da ein Zusatzprotokoll bekommen. Und in diesem Zusatzprotokoll, davon bin ich zutiefst überzeugt, werden wir unter anderem auch einen sanktionsbewährten Mechanismus haben. Der wird Gültigkeit haben. Und dann wird man darüber mit den Partnerinnen und Partnern im Mercosur darüber reden, wie wir den Wald schützen, wie wir die Entwaldungsverordnung, die übrigens gilt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn sie in Kraft tritt, gilt die Entwaldungsverordnung übrigens auch mit Vertragspartnern, weil eines ist vollkommen klar, was nämlich immer gilt in Verhandlungen, ist das Right to Regulate. Das heißt, wir können selbst immer auch unsere Standards ändern, genauso wie die Vertragspartner der Mercosur-Staaten. Und ich finde, die Entwaldungsverordnung und die Lieferketten-Sorgfaltsrichtlinie, die ja auch auf den Weg gebracht ist, sind wichtige und effektive Instrumente, die uns helfen, hier auch ein vernünftiges Abkommen zu machen. Nach- und Neuverhandlungen. Also wir sind in einem Zusatzprotokoll Verhandlungen. Und ich glaube, dass das richtig ist. Ich habe da großes Vertrauen übrigens
in die Kommission und auch in die Mercosur-Staaten. Man darf hier nicht das Gefühl entwickeln, dass wir die Mercosur-Staaten übervorteilen. Deshalb muss es auf Augenhöhe passieren. Da bin ich aber auch ganz zuversichtlich, weil es hat sich vieles geändert innerhalb der Europäischen Union. Wir sind nicht mehr an dem Punkt, vor dem wir vor 20 Jahren noch waren. Heute gibt es, im Gegensatz zu Ihnen, Frau Klöckner, Sie haben vom regelbasierten Handel gesprochen. Den gab es lange. Die WTO fällt als Regelkommissar quasi aus. Und deshalb brauchen wir Freihandelsabkommen, aber die müssen nicht nur regelbasiert, die müssen wertebasiert sein. Und das ist eine Grundlage für modernen Handel. Das ist die Grundlage für modernen Handel. Und ich halte komplette Neuverhandlungen, das will ich auch sagen, für nicht machbar, weil dann ist das Abkommen gescheitert. Also, wir setzen auf die Verhandlungen der Kommission im Bereich dieses Zusatzprotokolls. Ohne Abkommen, das will ich auch noch mal sagen, das muss uns allen klar sein, wie wir damit umgehen, könnte sich der Mercosur Richtung China wenden. Was aber auch passieren kann, dass der Mercosur vielleicht sogar auseinanderfällt, was für die Region nicht gut wäre und für uns als diejenigen, die Handelspartner sein wollen, definitiv nicht gut. Ich habe vollstes Vertrauen in die Kommission bezüglich der Nachverhandlungen. Dieses Ergebnis muss abgewartet werden. Ich glaube, da sollten wir auch genau gucken. Und dass es ein Ergebnis auf dem Südamerika-Gipfel der Europäischen Union geben wird, glaube ich leider nicht. Wir werden ein bisschen mehr Zeit brauchen, aber es wird eine Einigung bis zum Ende des Jahres geben. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Glück auf! Die Präsidentin, guten Tag erstmal und guten Morgen allen. Die Präsidentin hatte schon gefragt, ob noch jemand im Haus ist, die oder der sie die Stimme nicht abgeben konnte. Das ist nicht der Fall. Damit schließe ich die namentliche Abstimmung. Und wir kehren zurück zu unserer Debatte. Und das Wort hat Dr. Malte Kaufmann für die AfD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Freihandelsabkommen sind etwas Gutes, wenn sie tatsächlich den wirtschaftlichen Nutzen auf beiden Seiten mehren. Solche Abkommen befürwortet die AfD. Wir wollen gute partnerschaftliche Beziehungen Deutschlands mit anderen Ländern, und wir wollen Wohlstand für die Bürger unseres Landes. Nun fordert die Union eine zeitnahe Ratifikation des Abkommens zwischen der EU und einigen Staaten Südamerikas, den Mercosur-Ländern. Diese Forderung klingt zunächst gut. Leider muss man aber bei CDU und CSU mittlerweile ganz genau hinschauen, ob hier wirklich bürgerlich-konservative Ziele verfolgt werden oder ob man sich nicht doch wieder mal bei den Grünen anbiedern will. Wenn man also genauer hinschaut, was der Union beim Mercosur-Abkommen wichtig ist, wird man schnell fündig, nämlich bei Ursula von der Leyen. Die haben Sie gar nicht erwähnt, Frau Klöckner, bekanntlich eine der engsten Vertrauten von Frau Merkel. Frau von der Leyen machte in ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament am 15. Dezember des letzten Jahres deutlich, was ihr wichtig ist, nämlich ihr sogenannter Green Deal, also letztlich die Umsetzung einer linksgrünen Agenda. Und in dieser Rede führte sie vier Säulen des Green Deals an, und als vierte Säule eben benannte sie die Durchsetzung der EU-Handelsagenda. Und ausdrücklich erwähnte sie in diesem Zusammenhang das Mercosur-Abkommen. Das stimmt uns doch sehr skeptisch, ob es hier im Kern wirklich um die gegenseitige Wohlstandsmehrung gehen soll oder ob über diesen Hebel grüne Politik in die Welt getragen werden soll. Das wollen wir von der AfD nicht. Wir wollen keine linksgrüne Ideologie in die Welt hineintragen im Wege von Handelsabkommen. Und wir wollen auch keinesfalls, dass unsere Landwirte unter die Räder kommen. Und diese Gefahr besteht. Sie wurde auch keinesfalls ausgeräumt durch die Anhörung, die wir gemeinsam gemacht haben. Ein deutliches Zeichen für die Gefahr ist die kritische Haltung anderer EU-Staaten mit ausgeprägter Landwirtschaft wie Frankreich, Irland, Österreich zu diesem Abkommen. Dort hat man erkannt, dass beispielsweise Zehntausende Tonnen von zollbegünstigtem Rindfleisch den eigenen Landwirten enorme Probleme bereiten werden.
Und aus diesen Gründen blockieren diese Länder die weitere Ratifikation des Abkommens. Nichts davon in Ihrem Antrag, liebe Kollegen der Union, warum nicht? Dabei waren Sie früher einmal die Interessenvertreter der deutschen Bauern. Das sind mittlerweile wir von der AfD. Wir wollen unseren Landwirten das Leben nicht noch schwerer, sondern endlich wieder leichter machen. Und wir wollen noch etwas anderes, nämlich, dass sich die EU endlich wieder auf das besinnt, was sie früher einmal erfolgreich sein ließ, nämlich eine kluge Wirtschaftsgemeinschaft zu sein. Marktwirtschaft ja, Moralkeule nein. Da müssen wir wieder hinkommen, also genau das Gegenteil dessen, was die EU mittlerweile macht. Wir wollen unsere deutschen Landwirte fördern und schützen. Deshalb lehnen wir beide vorgelegten Anträge von der Union und auch von den Linken ab. Vielen herzlichen Dank. Für die FDP gebe ich jetzt Karl-Julius Kronenberg das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Mercosur-Abkommen verspricht mehr Wohlstand und Wachstum auf beiden Seiten des Atlantiks und mehr Umweltschutz. Deshalb hat die Mehrheit der Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung die positiven Effekte des Abkommens hervorgehoben. Sogar die, die glauben, es gäbe noch Verbesserungsmöglichkeiten, kommen zu dem Fazit, besser jetzt abschließen als nicht abschließen. Über das Abkommen wird seit 20 Jahren verhandelt, für uns eine lange Zeit, für die aufstrebenden Volkswirtschaften in Südamerika eine Ewigkeit. Deshalb sage ich, wenn es am Ende zum Schwur kommt, dann ist das, was dann auf dem Tisch liegt, inklusive Zusatzabkommen, allemal besser als gar kein Abkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Scheitern ist keine Option. Das Jahreswirtschaftsgutachten ist da unmissverständlich. Handelsabkommen wie mit Mercosur sind zentrale Bausteine, Abhängigkeiten zu reduzieren. Sie steigern Resilienz und sollten zügig abgeschlossen werden. Scheitern die Verhandlungen, dann kommt das alles nicht. Wer oder was aber dann kommt, wissen wir nicht. Wahrscheinlich China. Wer allen Ernstes meint, er täte dem Regenwald, dem Klima oder der indigenen Bevölkerung einen Gefallen, wenn das Abkommen scheitert, dem entgegne ich, du bist auf dem Holzweg. Das Gegenteil ist der Fall. Handelsabkommen sind politische Gestaltungsinstrumente, und da geht es um politische Signale an die Partner und an die Welt. Politische Signale brauchen politischen Willen. Der politische Wille zur Einigung besteht dann, wenn sich die Partner auf Augenhöhe begegnen. Markus Söns hat darauf hingewiesen, und der Bundeskanzler hat das vor dem Europäischen Parlament völlig zu Recht betont. Partnerschaft gelingt auf Augenhöhe oder sie gelingt gar nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und dann für eine breite Unterstützung zu werben. Der Antrag der Union ist im Wesentlichen überflüssig, weil er aufgreift, was die Koalition längst beschlossen hat. Und das fortwährende Genörgel an unserer Arbeit ist wohl eher dem Schmerz geschuldet, nicht mehr selbst am Ruder zu sitzen, als Ausdruck ernsthafter Kritik in der Sache. Aber ich begrüße es ausdrücklich, wenn es im Deutschen Bundestag eine breite Mehrheit für das Abkommen gibt. Das ist das richtige Signal auch an unsere europäischen Partner und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere Position ist wichtig in Europa, es wurde darauf hingewiesen, nicht allein wegen unserer Exportstärke. Übrigens sinkt zurzeit der Anteil des deutschen Außenhandels mit dem Mercosur. Unser Handel mit China hingegen steigt prozentual, während Chinas Handel mit Europa sinkt. Das ist doch verrückt. Wir reden von mehr Unabhängigkeit. China macht sich unabhängiger. Das Gegenteil wäre besser. Und die Linke fordert ernsthaft, die Verhandlungen mit dem Mercosur abzubrechen oder durch Überfrachtung unmöglich zu machen. Das kann keiner verstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. China und Russland sagen doch nicht zu den Mercosur-Staaten, prima, ratifiziert mal schön, Europa meint es gut mit euch. Die sagen etwas anderes. Die sagen, der Westen will euch seine sogenannten Werte aufzwingen und seine Standards gleich mit. Die sagen, der Westen will, dass ihr schwach und abhängig bleibt.
nachzulesen, übrigens in der gemeinsamen Erklärung von Präsident Putin und Xi Jinping vom 5. Februar letzten Jahres. Wir mögen wissen, dass das infame Falschbehauptungen sind, aber sind wir uns sicher, dass solche Behauptungen nicht am Ende auch verfangen können? Wenn neue Forderungen gestellt werden, von denen vorher nicht die Rede war, das löst auch Gegenforderungen aus. Schlimmer noch, das sät Misstrauen. Und wie würden wir eigentlich reagieren, wenn Brasilien uns unter Androhung von Sanktionen vorschreiben wollte, CO2-neutrale Atomkraftwerke weiter zu betreiben, statt dreckige Kohlekraftwerke wieder hochzufahren? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt keine einfachen Antworten auf solche Fragen. Deshalb sagen wir Freien Demokraten klipp und klar, es ist wichtig und dringlich, jetzt mit Mercosur abzuschließen, den Beweis anzutreten, dass das Abkommen Wohlstand und Wachstum auf beiden Seiten des Atlantiks bringt, dass Wohlstand und Wachstum nicht Feind von, sondern Voraussetzung für mehr Umwelt- und Klimaschutz sind, dass es uns ernst ist mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe, so wie es der Bundeskanzler im Europäischen Parlament gesagt hat. Alexander Ulrich hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Linke streitet immer für fairen Handel, weniger um Freihandel. Fairer Handel ist wichtig. Und deshalb haben wir damals, Frau Klöckner, auch TTIP abgelehnt. Wir waren froh, dass Hunderttausende Menschen auch in Deutschland auf der Straße waren, um dieses Handelsabkommen abzulehnen. Und unter dieser Prämisse, fairer Handel, der nachhaltig ist, die Umwelt nicht weiter zerstört, Arbeitsplätze nicht vernichtet und auch den lateinamerikanischen Ländern die Chance gibt auf eine weitere Industrialisierung. Unter dieser Prämisse kann man diesem Abkommen nicht zustimmen. Und deshalb sagen wir Nein zu diesem aufverhandelten Abkommen. Wir wollen Nachverhandlungen bzw. Neuverhandlungen. Und wir sind da ja auch nicht alleine. Hunderte auch Gewerkschaften und Umweltorganisationen auch in Lateinamerika sehen das ähnlich wie wir. Und deshalb glaube ich nicht, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, jemals unterschrieben und ratifiziert wird. Und Frau Klöckner, es gehört ja, Sie haben ja definiert an die Ampelkoalition, Sie sollten endlich mal wieder quasi im Sinne von Deutschland handeln. Ich glaube, wir müssen uns mal Gedanken machen, wer definiert denn, was im Interesse Deutschlands ist. Ich glaube nicht, dass es im Interesse Deutschlands ist, wenn der Regenwald weiter abgeholzt wird. Ich glaube nicht, dass es im Interesse Deutschlands ist, wenn die indigene Bevölkerung im Amazonas vertrieben wird. Es ist auch nicht im deutschen Interesse, glaube ich, dass viel landwirtschaftliche Produkte klimaschädlich nach Europa transportiert werden, während bei uns die Landwirtschaft zugrunde geht. Das alles sind nicht deutsche Interessen. Auch deshalb muss dieses Abkommen abgelehnt werden. Und zur Wahrheit gehört ja auch, Frau Klöckner, es ist ja nicht so, dass wir hier im Bundestag darüber zu entscheiden hätten, ob es zum Abschluss kommt. Denn wenn man sich mal umschaut, auch in Europa, Europa müsste ja erst auch mal selbst die Hausaufgaben machen. Wir sind ja auf der europäischen Ebene noch gar nicht so weit, dass alle Länder bereit wären, das zu unterzeichnen. Es gibt große Widerstände in Österreich, in Frankreich, in den Niederlanden. Das heißt, es gibt noch keine europäische Position dazu. Und die wird es auch nicht geben, wahrscheinlich bis Mitte Juli, wenn der EU-Lateinamerika-Gipfel stattfindet. In Europa gibt es große Widerstände. Die französische Nationalversammlung hat erst letzte Woche eine Resolution verabschiedet gegen dieses Abkommen. Und ich bin froh, dass auch in Frankreich das Parlament sich hörbar zu Wort meldet. Und wenn ich an die SPD denke, jetzt kann man sagen, es ist ja noch gar nicht entschieden, ob die Vereinbarung gesplittet wird. Ja, wir sind aber als Parlament auch dafür da, im Vorfeld darauf hinzuweisen, wenn diese Debatten auf europäischer Unionsebene laufen, dass wir uns da einbringen. Und ganz nebenbei, was heißt das? Wir entscheiden es nicht. Wollen Sie in Zukunft nie mehr über Handelsverträge hier im Deutschen Bundestag verhandeln? Wollen Sie das alles auf europäischer Ebene abgeben? Wollen Sie den Bundestag außer Kraft setzen, über diese Themen zu diskutieren? Nein, ich will, dass die nationalen Parlamente bei Handelsverträgen zustimmen müssen. Und deshalb darf es auch nicht gesplittet werden. Und es ist auch geleakt worden. Die EU-Kommission plant das. Und wir als Linke sagen, nein, wir fordern die Bundesregierung auf europäischer Ebene auch darauf hinzuwirken, dass diese Abkommen nicht aufgesplittet werden. Ja, Europa hat über lange Jahre die Südamerika, Lateinamerika vernachlässigt.
Das hat dazu geführt, dass auch diese Länder sich anders orientieren. Wer aber den Glaube hier verbreitet, mit einem EU-Freihandelsabkommen mit Mercosur würde sich Brasilien oder andere Länder von China abwenden, der erzählt auch was vom Märchen. Diese Länder wollen nicht mehr abhängig werden von Europa. Die wollen auch nicht abhängig sein von China. Die wollen sich breiter aufstellen. Und wer glaubt, dass mit diesem Abkommen die Verbindung zu Russland oder zu China in Brasilien gekappt werden würden, der träumt von etwas. Das machen die Brasilianer auf keinen Fall mit. Deshalb, die werden mit allen Handel betreiben, wo sie Möglichkeiten haben. Und ganz nebenbei, weil wir auch hier, meine letzte Sekunde will ich dafür nutzen, ich war ja mit der deutsch-brasilianischen Parlamentariergruppe in Brasilien vor kurzem. Was die Abgeordnete von Storch dort abgelassen hat, ist schäbig, ungeheuerlich und sollte eigentlich dazu führen, dass sie sich endlich mal öffentlich entschuldigt für dieses Verhalten, was sie in Brasilien zutage gelegt hat. Für die Bundesregierung hat die Kollegin Dr. Franziska Brandner das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich fand es interessant, Frau Glöckner heute zuzuhören, wie sie sich zur Advokatin von Diversifizierung geopolitischer Risikoanalyse gemacht hat. Das ist interessant, wenn man mal auf 16 Jahre Merkel-Regierung zurückschaut. Halten wir doch einmal fest, das Mercosur-Abkommen wird seit 20 Jahren verhandelt, 16 Jahre davon unter der Kanzlerschaft Merkel. Und Sie haben in diesen 16 Jahren dieses Abkommen offensichtlich nicht hinbekommen. Und Sie haben auch in den letzten Jahren Ihrer Regierung kein Handelsabkommen hinbekommen. Und was hat die Ampel, seit sie dran ist, hinbekommen? Kenia, Neuseeland, Chile. Wir haben auch CETA hier im Haus ratifizieren können. Und wir haben natürlich in der EU schon längst die Einigung herbeigeführt. Und deswegen, Frau Glöckner, selber nichts hinbekommen ist schon schlimm genug. Aber dann der Regierung vorzuwerfen, dass sie was hinbekommt, das führt Opposition ad absurdum. Und wenn Sie, ich kann es Ihnen gerne noch mal wiederholen, Chile, Kenia, Neuseeland sind neue Abkommen, die in den letzten Monaten zustande gebracht wurden, unter Federführung mit der Ampel, die das stark vorangebracht hat. Sie haben das alles nicht hinbekommen in Ihren letzten Jahren der Regierungszeiten. Und wir sind stark dran bei Mercosur. Und wenn Sie sagen, Brüssel wartet nur auf uns, ja, das ist doch Quatsch. Haben Sie vielleicht mitbekommen, was gerade in Paris in der Assemblée Nationale verabschiedet wurde? Da ist eine Resolution, wo de facto Nein zu Mercosur drinsteht. Haben Sie mitbekommen, was im Niederländischen Parlament passiert ist, was im österreichischen Parlament passiert ist. Dort sind die echten Blockaden. Wir sind diejenigen, die konstruktiv vorangehen, die sagen, wir bringen Handel und Klimaschutz zusammen. Wir sind diejenigen, die zeigen, dass uns diese Länder wichtig sind, geopolitisch wichtig sind. Der Kanzler war da, der Vizekanzler war da, die Außenministerin war da, der Landwirtschaftsminister, die Ministerin für Zusammenarbeit in der Entwicklung war da. Wir waren alle da, das halbe Kabinett war da. Wir waren in den letzten Jahren von der CDU da. Mau sieht's da aus. Von daher hören Sie doch mal auf, uns hier etwas vorzuwerfen. Und ja, auch an die Linke, Herr Ulrich. Wissen Sie, momentan ist es doch so, dass Soja ohne Zölle in die EU kann. Ohne Zölle, so ist das. Und wenn der Regenwald aber nachhaltig genutzt wird, wenn es um Acerola geht, um Nüsse, um Kakao, dann sind da Zölle drauf. Das ist doch absurd. Und deswegen, wenn wir nicht Mercosur jetzt voranbringen, dann bleibt es dabei. Dann ist die Regenwaldrodung attraktiver, weil dann das Soja ohne Zölle in den EU-Markt kann, aber die Nüsse nicht. Deswegen arbeiten wir hart an Mercosur, damit diese Absurdität fertig ist und wir endlich da wieder auch Lula dabei unterstützen können, hier seinen Regenwald zu schützen, wie er es vorhat. Weil Präsident Lula hat klar gesagt, was seine Ziele sind. Seine Ziele sind die nachhaltige Nutzung des Regenwaldes, dass die Menschen davon leben können, ohne den Regenwald zu zerstören. Unsere Aufgabe in der EU ist, ihn dabei zu unterstützen. Und an diesem Regenwaldschutzinstrument arbeiten wir, das ihn unterstützt, dass es Klima schützt und unsere beiden Wirtschaften nachhaltiger und resilienter macht. Und wenn die CDU uns dabei unterstützen will, dann sind wir dafür sehr dankbar. Wir können hier gerne gemeinsam in den Dialog gehen. Wir werden und wir müssen es beweisen, dass Demokratien nachhaltig gemeinsam wirtschaften können, unsere Wirtschaftssysteme
umstellen können, gemeinsam als Demokratien in dieser geopolitisch schwierigen Zeit. Das ist nicht trivial, das ist nicht einfach, aber es lohnt sich, jeden Tag dafür zu kämpfen. Und ich unterstütze alle, die dabei mitmachen wollen. Herzlichen Dank. Das Wort hat Jens Spahn für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Staatssekretärin, wir als CDU-CSU-Fraktion unterstützen Sie gerne bei diesem Bemühen. Wenn Sie mal geschaut haben, wie das hier so ist in der Zustimmung der Ampel bei den gegenseitigen Reden, die FDP sehr, sehr klar für ein solches Freihandelsabkommen, bei den Grünen regt sich kein Wort, da kommen lauter Abers, Herr Außendorf. Wenn Sie so geredet hätten wie Frau Brandner, dann wären wir ja vielleicht irgendwie vorangekommen. Ihr Problem ist, die einen reden so, die anderen arbeiten aktiv dagegen, und so kommen wir eben nicht voran in der Handelspolitik. Und was ja dazukommt, und das muss man vielleicht auch mal einbetten, Herr Außendorf, was anders ist als noch vor ein paar Monaten: Wir sind mittlerweile in einer Stagflation. Wir haben kaum noch Wachstum in diesem Land. Wir haben Rekordinflation. Wir werden nach hinten durchgereicht in allen Standortvergleichen. Dieses Land ist gerade auf dem Weg nach hinten im internationalen Vergleich als Standort. Und ja, das ist ein anderes Umfeld, als wir es noch vor ein paar Monaten hatten. Wir bräuchten für Deutschland eine Agenda für Wachstum, eine angebotsorientierte Politik. Und dazu gehört eben auch eine Handelspolitik, die engagierter ist. Stattdessen fantasiert der Bundeskanzler vom Wirtschaftswunder. Andere reden von der technischen Rezession. Vielleicht schauen Sie sich einfach mal die Realität im Land an, was da gerade passiert. Jeden Tag Standortentscheidungen gegen Deutschland. Und wenn man das mal erkannt hat, dann macht man auch eine andere Handelspolitik, nämlich eine, die dazu führt, dass es Wachstum gibt. Und Handelspolitik ist eben Teil einer Angebotspolitik, wo wir übrigens an anderen Stellen ja auch ein paar Baustellen haben. Sie versprechen seit 3 Jahren Superabschreibungen. Jetzt haben wir gelernt, diese Abschreibung wird es auch für nächstes Jahr nicht geben. Der Wirtschaftsminister schlägt in der Industriestrompreise vor. Der Finanzminister sagt, am nächsten Tag wird es sicher nicht geben. Bei der Stromsteuer werden Sie wahrscheinlich nachher dagegen stimmen, wenn wir beantragen, hier im Deutschen Bundestag die Stromsteuer für die deutsche Wirtschaft zu senken. Es geht darum, eine Angebotspolitik aus einer Hand zu machen. Und ja, diese Themen gehören mit dazu. Angebotspolitik breit zu denken heißt, Handelspolitik ist Teil einer Wirtschaftspolitik für Deutschland. Und wenn wir drauf schauen, in all diesen Bereichen passiert gar nichts. Und dann kommen wir zu Mercosur als Teil einer Handelspolitik, die auch dafür sorgt, dass wir souveräner, weniger abhängig von China und von anderen werden. Und da muss man 2 Dinge beachten, und die sind auch schon angesprochen worden. Es ist nicht mehr so, wie es vielleicht, wenn überhaupt jemals war, vor 10, 20, 30 Jahren, dass es sozusagen keine Alternative gibt für die potenziellen Handelspartner. China ist da als Alternative und sehr, sehr aktiv. Präsident Xi hat den brasilianischen Präsidenten Lula geradezu den Hof gemacht, eine Riesenwirtschaftsdelegation in Peking erwartet und eingeladen. China wirbt mit aller Macht und droht damit, Erfolg zu haben. Und deswegen, wir dürfen diese Märkte der Zukunft nicht China überlassen. Und jetzt schauen wir einfach mal auf Ihre China-Politik. Es gibt keine China-Strategie, bis heute nicht. Sie streiten jeden Tag darüber, auch in diesem Feld. Während die chinesische Regierung hier ist, obwohl der Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags, alle Fraktionen bis auf eine, gegen den Costco-Verkauf waren, haben Sie am Ende jetzt das hier einmal durchgezogen, gegen alle Bedenken. Und auch in der Handelspolitik passiert nicht, was nötig ist. Machen Sie in der China-Politik eben die Hausaufgaben, die anstehen, anstatt hier entsprechend kluge Reden zu halten. Das Zweite, was dazukommt, Sie haben es ja erkannt, Herr Kollege Tölz, was China tut. Daraus muss nur was folgen, und das sehen wir nicht. Und das Zweite, was dazugehört zu dieser Geschwindigkeit, ist die Frage, wie sehr Sie Handelsverträge überfrachten mit allen möglichen Themen. Was es doch jetzt braucht, in der wirtschaftlichen Lage, die ich gerade geschildert habe, die jeder von uns sieht und spürt, was da gerade im Land los ist. Wir sind Exportnation. Nee, nicht nur wertebasiert. Sie müssen mal eins sehen. Wir haben auch Interessen. Und die Bundesrepublik Deutschland hat als Exportnation das Interesse, dass wir mit anderen Handel treiben. Vielleicht sollten Sie als frühere Arbeiterpartei mal erkennen, dass das Jobs sichert in Deutschland. Wir haben ein Interesse im Sinne von Arbeitern und Angestellten, dass die deutsche Wirtschaft in die Welt exportiert. Das ist deutsches Interesse. Und das sollten Sie gelegentlich mal mit in den Blick nehmen bei dem, was Sie diskutieren.
Und deswegen braucht es Zielstrebigkeit in der Handelspolitik, Entschlossenheit, die Dinge auch abzuschließen. Wir hören übrigens aus Australien, Frau Staatssekretärin, dass das, was da gerade läuft, wenn Sie in den nächsten 2-3 Wochen die Dinge nicht zum Abschluss bringen, auch dort die Verhandlungen drohen zu scheitern. Und wissen Sie warum? Weil Sie eine Frage mal entscheiden müssen. Wie sehr wollen Sie alle Handelsverträge überfrachten und befrachten mit allen anderen möglichen Themen, wo Sie Standards setzen wollen, die Sie, die möglicherweise auch wir gemeinsam für richtig erachten hier in Deutschland, und dann versuchen, noch mit einem moralischen Zeigefinger im Auftritt mittlerweile in jeder Hauptstadt, wo Sie wollen am Ende, wissen Sie, die Art und Weise, wie Sie das machen, ist mittlerweile ein regulatorischer Imperialismus. Sie versuchen das, was Sie hier in Deutschland, in Europa tun, in Herr die Kollege, ganze Sie Welt kommen zu bringen, zum Ende, bitte. Über entsprechende Handelsverträge. Und das führt dazu, dass immer mehr Herr Partner Kollege, sagen, mit denen Kollege, kann man Sie keine Verträge schließen. Deswegen Ende. Bringen wir diese Debatte Kollege, so auf die ein, bis Herr endlich Kollege. Was passiert. Für die SPD-Fraktion hat Andreas Larem jetzt das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir wieder zu Mercosur zurück. Alle Oppositionsfraktionen haben Anträge zum Mercosur-Abkommen gestellt. Somit geben Sie uns natürlich heute mal wieder die Gelegenheit, über das außenpolitisch doch so wichtige Mercosur-Abkommen zu reden. Es sollte nämlich in unser aller Interesse sein, Vorurteile gegenüber Handelsabkommen auszuräumen. Und Mercosur, Sie wissen, nur ein Teil der EU und nur wir als Teil der EU und gemeinsam mit unseren internationalen Partnern können wir den Herausforderungen unserer Zeit wie dem Klimawandel oder den menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen entgegentreten. Und die Handelsabkommen bieten dazu eine effektive Handreichung. Und auf diesen müssen wir weiter aufbauen, denn sie bieten Schutz und Sicherheit für alle Beteiligten. Das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, bestehend aus Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, öffnet Deutschland und Europa den Zugang zu einem Markt mit über 260 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und die Bundesregierung hat das Ziel, sich geopolitisch neu aufzustellen. Wir wollen die Strukturen unserer globalen Verflechtungen neu ordnen. Wir wollen dabei ein dichtes und nachhaltiges Netzwerk über den Atlantik spannen. Und mit einem zügigen Abschluss des Abkommens kommen wir gegenüber China auch in die Vorhand. Die Koalitionsfraktionen setzen sich daher für die Ratifizierung des EU-Mercosur-Abkommens mit überprüfbaren und rechtlich verbindlichen Verpflichtungen zum Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und dem Schutz der Menschenrechte mit den Partnerländern ein. Lateinamerika und die Karibik sind wichtige Handelspartner. Dabei ist eine Kooperation auf Augenhöhe und mit Blick auf die hohe strategische Bedeutung schon längst überfällig. So hat auch Bundeskanzler Scholz auf seiner Südamerika-Reise Ende Januar die Wichtigkeit eines schnellen Abschlusses betont. Und die Kompetenz zur Verhandlung und Abschluss des Handelsabkommens liegt ausschließlich bei der Europäischen Union. Und die EU-Kommission will das EU-Mercosur-Abkommen zeitnah abschließen. Aber bislang war Mercosur jedoch nur als gemischtes Abkommen eingestuft. Das heißt, der Deutsche Bundestag und alle anderen nationalen Parlamente hätten das Abkommen zwingend ratifizieren müssen. Aber in der Tat gibt es jetzt Überlegungen, einen Ratsbeschluss in 2 Teilen zu verabschieden. Ein Rahmenabkommen mit einem politischen Teil und einem Handelsteil, die man zugleich dann übergangsweise in Kraft setzen kann. Die nationalen Parlamente müssen so nicht zwingend ratifizieren, und es wäre die Möglichkeit, den Abschluss des Handelsabkommens zu beschleunigen. Derzeit steht von lateinamerikanischer Seite die Reaktion auf die von der EU vorgelegte Zusatzvereinbarung zum Schutz des Regenwaldes aber noch aus. Für uns aber ist der Schutz der Wälder von herausgehobener Bedeutung, besonders am Amazonas, wo sie für das Weltklima eine zentrale Rolle spielen. Der Entwaldung muss ein Ende gesetzt werden. Und daher spielen die neuen Rechtsvorschriften für entwaldungsfreie Lieferketten der EU auch eine zentrale Rolle. Meine Damen und Herren, mit Lateinamerika ist es für die SPD-Fraktion, der Umgang mit Lateinamerika ist für die SPD-Fraktion sehr wichtig. Und zwar wichtig, dass Deutschland und Europa einen Schwenk vollziehen und einen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Ressourcen leisten, wie auch die Einhaltung der Menschenrechte und insbesondere mit Blick auf die indigenen Ureinwohner.
Mitte Juli 2023, nach nunmehr 8 Jahren, findet in Brüssel erstmal ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft der Staaten Lateinamerikas und der Karibik, CELAC und der Europäischen Union statt. Und auf diesem Gipfel soll eine neue Investitionsagenda für Lateinamerika und die Karibik festgelegt werden. Die neue Global Gateway-Strategie der EU bietet eine gute Plattform zur Förderung nachhaltiger Verbindungen mit Lateinamerika und der Karibik an, um vor allem in Investitionen in den Infrastrukturausbau und die digitale Infrastruktur in der Region zu steigern. Und die SPD-Fraktion hat ihre Position zu Lateinamerika auch klar definiert. Sie hat am 23. Mai 2023 ein Positionspapier mit dem Titel »Gemeinsame Verantwortung für eine gemeinsame Politik Lateinamerika und Karibik als Partner für Deutschland und Europa« verabschiedet. Und wir wollen strategische Partnerschaften mit den Staaten Lateinamerikas und der Karibik weiter ausbauen und so die Zusammenarbeit in den Bereichen wie Wissenschaft, Technologie, Bildung und Kultur fördern. Und wir wollen die Einhaltung und Weiterentwicklung der bestehenden internationalen Klimaverträge auch gewährleisten. Und dabei sollen im Rahmen der globalen Klima- und Entwicklungspolitik Finanzierungselemente wie auch Schuldenumwandlungen als Instrumente für die vom Klimawandel betroffenen Entwicklungsländer helfen. Und noch was. Im Rahmen der G4, Brasilien, Deutschland, Indien und Japan, wollen wir uns weiter für eine Reform der Vereinten Nationen, insbesondere des Sicherheitsrates, einsetzen. Meine Damen und Herren, die strategische Zusammenarbeit mit Lateinamerika und der Karibik muss ausgebaut werden. Und das Mercosur-Abkommen kann nur ein Anfang sein. Vielen Dank. Sind wir dabei? Steffen Janich hat das Wort für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist Sache der Politik, günstige Rahmenbedingungen für unsere heimische Landwirtschaft zu schaffen, den Beruf des Landwirts attraktiv zu gestalten und, wo es notwendig ist, unsere heimische Landwirtschaft vor der Verdrängung durch ungesunde, umweltschädliche Nahrungsmittel bzw. der Billigkonkurrenz aus dem Ausland zu schützen, welche uns mit Importzwängen in der Landwirtschaft abhängig machen. Und genau Letzteres ist die Gefahr, die ein Assoziierungsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten mit sich bringt. In Brasilien werden etwa Pflanzenschutzmittel wie Atrazin eingesetzt, die hierzulande keinerlei Möglichkeit auf eine Zulassung hätten. Während unsere Schweine- und Viehwirtschaft mit immer neuen bürokratischen Vorschriften durch unsere Bundesregierung erdrückt wird, gelten in Südamerika mit dem Blick auf das Tierwohl in Filots den Einsatz von Antibiotika und die Rückverfolgbarkeit von tierischen Erzeugnissen viel niedrigere Standards. Dem Tierschutz ist nirgendwo gedient, wenn Landwirte aufgrund ihrer überbordenden Bürokratie die eigenen Betriebe aufgeben, während in Argentinien etwa die Viehwirtschaft bei weit schlechteren Haltungsbedingungen prächtig wachsen kann. Und letztlich, gerade für diejenigen hier, die im Kampf gegen den menschlichen Methan- und CO2-Ausstoß ihre neue gottlose Zivilreligion gefunden haben, es ist mit den Maßstäben der Vernunft und Aufklärung nicht in Einklang zu bringen, dass einerseits alleine in Irland erwogen wird, in den nächsten Jahren 200.000 Rinder töten zu lassen, um Emissionen zu senken, während andererseits gerade eine Assoziierung mit Mercosur zu einem sprunghaften Anstieg der Rinder- und Geflügelwirtschaft sowie der Zucker- und Sojaanbau in Lateinamerika führen würde. Die Folge wären eine weitere Abholzung des Regenwaldes und Verdrängungskonflikte mit den indigenen Bevölkerungen. Das erzeugte CO2 pro geschlachtetem Rind in Brasilien ist heute schon dreimal höher als in Deutschland. Wir als AfD-Fraktion setzen hier klar auf eine Regionalität der Lebensmittelversorgung statt auf Billigfleisch, was quer über den Atlantik verschifft wird. Und darum unsere eindeutige Haltung, kein Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten, solange landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Zucker, Ethanol, Rindfleisch und Geflügel hiervon nicht ausgenommen sind. Unsere Landwirte werden es uns danken, unsere gesunden Kinder auch. Es geht hier nicht nur um das Geschäft, es geht hier auch um unser gesundes Leben in Deutschland. Vielen Dank. Das Wort hat Reinhard Hugen für die FDP-Fraktion. Bei mir waren
Wir klären das. Wir hatten ein kleines technisches Problem, Frau Präsidentin. Wir klären das hier. Genau, alles ist gut. Sie kriegen 4 Minuten und wir freuen uns drauf. Wir hatten ein kleines technisches Problem, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die Debatte zeigt, dass in der Theorie die Hufeisenfrage ist wieder klar beantwortet. Mit unterschiedlichen Argumenten lehnt die rechte und die linke Seite des Hauses das Thema mal wieder ab. Ich frage Sie, meine Damen und Herren, wie wollen wir Wohlstand sichern in unserem Land, wenn man solche Positionen einnimmt? Aber damit möchte ich es auch bewenden lassen. Aber wenn wir jetzt hier 4 Fraktionen haben, die postulieren, sie sind interessiert an diesem Mercosur-Abkommen und dass sie insgesamt Verträge dieser Art für sinnvoll halten, dann muss sich natürlich jeder die Frage stellen, wo kann ich für den Erfolg beitragen? Und da kann ich der Union, und ich verstehe Ihre posttraumatischen Schmerzen bei TTIP nicht, Frau Klöckner, ich frage die Union, warum setzen Sie sich nicht da an, wo Sie Einfluss nehmen können? Frau von der Leyen ist die Chefin Europas, um es mal populär auszudrücken. Wo ist der Einsatz von Frau von der Leyen für dieses Abkommen? Ich habe das in den letzten Monaten nicht feststellen können. Ich weiß, Entschuldigung, Herr Spahn, es ist nicht nur die Aufgabe der Bundesregierung, Frau von der Leyen anzustupsen, dass sie etwas tut. Ich finde, Frau von der Leyen hat selbst auch eine Verantwortung, dieses Thema für Europa und für Deutschland nach vorne zu bringen. Und selbstverständlich ist es richtig, was Sie berichtet haben aus Frankreich, aus den Niederlanden und aus Österreich. Das ist ja auch nichts Neues. Aber warum gibt es dann nicht eine entsprechende Initiative genau gegenüber diesen Partnern in Europa, dass man in Gesprächen versucht, die Bedenken, die es in diesen Staaten gibt, zu mindern, dass eben solche Ergebnisse in den Parlamenten nicht zustande kommen? Denn wir müssen uns ja nicht nur als Deutsche, sondern wir müssen als Europäische Union ja die Frage stellen, sind wir auch vor dem Hintergrund der Veränderung der weltpolitischen Lage, sind wir willens und in der Lage, geopolitisch zu handeln oder nicht? Und manche kleinkarierte innerdeutsche Debatte und innereuropäische Debatte lässt mich daran zweifeln, dass wir wirklich schon begriffen haben, dass sich die Rahmenbedingungen für Europa in der Welt geändert haben. Und ich finde, wir sollten gemeinsam dafür sorgen, dass wir eben mehr Freunde finden. Aber dazu bedarf es eben einer Zusammenarbeit zwischen der Brüsseler und der Berliner Ebene. Und deswegen lade ich alle dazu ein, nicht nur darüber zu sprechen, sondern am Ende auch praktische Hilfe an der Stelle zu leisten. Und, meine Damen und Herren, der Kollege Lahrem hat es ja dargestellt. Wir laufen natürlich in gewisser Weise Gefahr, dass dieses Vertragswerk auseinandergerupft oder auseinandergenommen wird und wir am Ende in eine Situation kommen, ähnlich wie bei CETA, dass wir dann einen Handelsteil haben, den wir dann praktisch anwenden und mit permanenten Debatten über die politische Begleitung des Gesamtvertrages uns noch über Jahre quälen. Ist das klug? Ich meine, nein. Ist das ein gutes Signal nach außen? Ich glaube, nein. Also sollten wir uns an der Stelle doch zusammenraufen und die Möglichkeiten, die wir jetzt im nächsten halben Jahr auch auf europäischer Ebene haben, nutzen und das Mercosur-Abkommen abschließen. Vielen Dank. Max Lux hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich staune sehr, wie ernst es Ihnen von der Union um die Partnerschaft mit Lateinamerika ist. Das war gestern ja noch nicht so. Da hat Herr Merz die Reise der Außenministerin und des Arbeitsministers eine Besichtigungstour genannt. Und das ist ja schon ziemlich spannend, denn wenn wir uns mal anschauen, was die dort gemacht haben, dann haben die mit Frauen im Regenwald über nachhaltiges Wirtschaften gesprochen, an Universitäten ein positives Deutschlandbild vermittelt und vor allem auch der deutschen Industrie in der Region den Rücken gestärkt. Und
Das, was Frau Baerbock und Herr Heil dort gemacht haben, war das Deutschlandbild wieder dort zu verbessern, wo Sie es in 16 Jahren kaputt gemacht haben. Hier fordern Sie ein, deutsche Interessen zu vertreten. Aber wenn deutsche Interessen vertreten werden, dann haben Sie nur Spott und Häme dafür übrig. Und ich finde, dafür sollten Sie sich bei der deutschen Industrie entschuldigen. In Ihrem Antrag legen Sie uns die gescheiterte Lateinamerika-Politik vor, die Europa auf dem Kontinent geschwächt hat. Und Sie haben ja auch ein neues Buzzword entdeckt, die First-Mover-Strategie, der First-Mover-Vorteil. Hauptsache schneller als China, egal um welchen Preis. Vielleicht hätten Sie mal nachschlagen sollen, was dieser First-Mover-Vorteil eigentlich bedeutet. Er bedeutet einen kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteil, bis eben der andere in den Markt eintritt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nicht, dass wir den systemischen Wettbewerb gegen China in Lateinamerika nur in den nächsten 2 oder 5 Jahren gewinnen, sondern ich möchte, dass wir diesen systemischen Wettbewerb langfristig gewinnen. Und dazu sollten wir uns eben nicht der Methoden Chinas bedienen, sondern wir sollten ein besseres Angebot machen, ein Angebot auf Augenhöhe. Dafür sollten wir größer denken. Wir sollten konkrete Angebote machen, die Menschenrechte, Indigenenrechte und den Schutz des Regenwaldes nicht dem Zufall überlassen. Angebote, die Ländern einen Ausweg aus der Verschuldungsspirale aufzeigen und eine breite politische Teilhabe ermöglichen. Wir werden Mercosur an den Standards aus dem Koalitionsvertrag messen und sicher nicht über das Knie brechen. Bei all den Warnungen, die uns aus der Zivilgesellschaft hier in Europa, aus der Zivilgesellschaft in Lateinamerika und aus der Wirtschaft erreichen. Nur wenn wir eine bessere und wenn wir eine ehrlichere Partnerschaft in Lateinamerika anbieten, werden wir den systemischen Wettbewerb gegen China gewinnen und nicht, wenn wir uns, wie Sie es vorschlagen, der gleichen Mittel bedienen. Vielen Dank. Das Wort hat Tilman Kuban für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Minister Habeck hat bei seinem Besuch im brasilianischen Dschungel erklärt, ich zitiere, unsere Geschwindigkeit beim Freihandelsabkommen Mercosur ist keine, die wir uns noch leisten können. Das ist absolut richtig, aber anscheinend haben SPD und Grüne nicht so ganz zugehört, sonst würden wir heute leider nicht festhalten können, dass sie ein 2019 final ausgehandeltes Abkommen immer wieder in Frage stellen, Europa verunsichern und damit immer wieder zu einer Verzögerungstaktik beitragen. Und jetzt versuchen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Eindruck zu vermitteln, als sei es der sehnlichste Wunsch der Mercosur-Staaten, diese Zusatzvereinbarung abzuschließen. Fakt ist doch, die haben den ersten Vorschlag empört zurückgewiesen und sie stellen unsere Partnerschaft in Frage, weil sie keine Lust haben auf den moralischen Zeigefinger und immer wieder du hier aus Deutschland und Europa. Und deswegen müssen wir mal festhalten, umso länger wir warten, umso mehr wenden sich unsere Partner entnervt ab. Und wir sind eben nicht allein auf dieser Welt. Denn wenn die brasilianische Regierung neuerdings den Zugang zu öffentlichen Aufträgen infrage stellt, der argentinische Präsident eigentlich Ja sagt, aber mehr Schutz für die lokale Industrie fordert und Präsident Lula direkt nach ihrem Besuch, Herr Minister Habeck, mit 7 Ministern, 5 Gouverneuren und 200 CEOs aus den größten Unternehmen nach Peking fliegt, um dort neue Deals zu machen, dann muss man doch aufwachen und nicht hier erklären, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn das Handelskarussell dreht sich jeden Tag weiter. Und es wartet nicht auf grüne Moral. Springen Sie endlich auf das Karussell auf, sonst bleiben wir an der Seitenlinie stehen, nur weil wir meinen, wir wollen uns den Fahrpreis nicht leisten. Und dann möchte ich noch mal zur Kernfrage kommen, die aus meiner Sicht hier etwas wenig beleuchtet worden ist. Wofür brauchen die Staaten Südamerikas eigentlich uns und wofür brauchen wir sie? Denn alle reden hier von Partnerschaft auf Augenhöhe, und dafür braucht es am Ende einen Kompromiss. Bei einem guten Kompromiss
Da sind am Ende die Schmerzen gleichmäßig verteilt auf beiden Seiten. Und dieser wurde 2019 getroffen. Und wenn Sie sich jetzt hinstellen, dann sollten Sie schon noch mal festhalten, dass wir uns hoffentlich alle einig sind, dass das verhandelte Abkommen mit Blick auf Handel, Arbeitsschutz und Umweltschutzstandards große Verbesserungen bringen wird, dass wir die deutsche Wirtschaft um 4 Milliarden Zölle entlasten werden für Autos, Medikamente und andere Güter, dass wir den Klima- und Umweltschutz stärken und dass wir einen Marktzugang für 260 Millionen Menschen schaffen, um unabhängiger von China zu werden. Gleichzeitig profitieren natürlich auch die Südamerikaner davon, dass sie ihre Lebensmittel in Europa besser verkaufen können und dass wir neue Energie- und Rohstoffpartnerschaften vorbereiten. Und jetzt kann man dieses Rad immer weiter überdrehen. Aber ich glaube, wir sollten uns noch mal anschauen, was wird diese Zusatzvereinbarung eigentlich bringen? Alle Experten stellen sich hin und sagen, es wird keinen sanktionsbewährten Mechanismus geben. Und selbst Ihre grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini sagt, ich zitiere, es bleibt leider bei einem zahnlosen Umsetzungsmechanismus. Ich sage Ihnen, dieses Zusatzabkommen wird das Papier nicht wert sein, auf dem Sie stehen, aber Sie verunsichern ganz Europa und Südamerika und deswegen lassen Sie es bitte besser bleiben. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit bis zur Europawahl und deswegen reichen wir Ihnen die Hand. Lassen Sie uns gemeinsam und breit getragen das Abkommen ratifizieren. Wir sind bereit für Partnerschaft auf Augenhöhe. Die Unionsfraktion steht bereit. Die Hand ist ausgestreckt. Das Wort hat die Kollegin Isabel K. der Maturi für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Lieber Herr Kuban, ich will an der Stelle mal loben, dass Sie im Gegensatz zu all Ihren Vorrednern aus Ihrer Fraktion mal versucht haben, die andere Perspektive einzunehmen. Und ich glaube, wenn wir so weiterdenken, sind wir auf einem guten Weg. Von Herrn Spahn habe ich nur ein Wort gehört. Wir, wir, wir. Wir brauchen als Industrie, wir wollen, wir in Deutschland, wir. So ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe möglich. Und so werden wir die Partner, die wir brauchen, auch nicht davon überzeugen, dass wir die besseren Partner sind als China. Die Nord-Süd-Beziehung zu verbessern, ist ein zentrales Anliegen und Thema dieser Bundesregierung. Und das beweist sie jeden Tag aufs Neue. Wenn wir einen neuen Blockkonflikt vermeiden wollen, und das sollte unser Interesse sein, dann ist der globale Süden der wichtigste Partner dabei, dessen Interesse das eben auch ist. Enge Partnerschaft, vertiefte Zusammenarbeit ist wichtig für die Klimaziele, es ist wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung, es ist wichtig für die Fachkräfte. Und die Bundesregierung hat das wirklich zu ihrer Priorität gemacht, aktive Handelspolitik zu betreiben. Die Staatssekretärin Brandner hat sehr eindrucksvoll hier dargelegt, welche Abkommen bereits geschlossen wurden. Und ich will auch an dieser Stelle mich noch einmal bedanken für ihr Engagement in Südamerika. Als einzige Deutsch-Latina im Bundestag kommen sehr viele Lateinamerikaner auf mich zu und wird wirklich der neue Geist dieser Bundesregierung in der Südamerika-Beziehung immer wieder hervorgehoben. Der Bundeskanzler war vor Ort. Letzte Woche war der kolumbianische Präsident hier. Die EU-Kommission und die Kommissionspräsidentin ist diese Woche in Brasilien. Also alle bemühen sich, um da wirklich etwas gemeinsam hinzubekommen. Und jetzt wird in dieser Debatte aber ein völlig falsches Bild davon gezeichnet, woran es tatsächlich hängt. Und mit einer falschen Analyse kommen wir auch nicht zu Lösungen. Alle Menschen, die an diesem Abkommen arbeiten, beschäftigen sich mit der Frage, wie wir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Klimaschutz in Einklang bringen können. Und das ist nicht einfach. Das EU-Mercosur-Abkommen ist nicht perfekt, aber es ist eine Grundlage für eine vertiefte Zusammenarbeit. Und jetzt will ich mal den Perspektivwechsel vornehmen. In Brasilien gibt es auch Vorbehalte gegen dieses Abkommen. Und zwar auch nicht erst seit dem Zusatzkapitel. Und die gilt es auch auszuräumen. Es hängt nicht an dieser Regierung, dass dieses Abkommen nicht zustande kommt. Das ist ein völlig falsches Bild. Es hängt auch in der EU nicht an dieser Regierung. Wir sind Treiber dieses Abkommens. Die Bremser sind die Agrarlobby. Und ehrlich gesagt, Ihr CDU-Antrag atmet auch diesen Geist des Agrarprotektionismus. Und das ist nämlich auch die Wahrheit. Das ist auch die Wahrheit. Sie wollen, ja, öffnet eure Märkte für unsere Industrieprodukte, für unseren Maschinenbau, für unsere Automobilindustrie. Aber bei den Agrarimporten,
da machen wir noch eine Bedingung, noch eine Bedingung, noch eine Bedingung drauf. Und das ist für die Brasilianer natürlich nicht attraktiv. Und auch in Ihrem Antrag formulieren Sie dann noch mal Bedingungen. Insofern auch Ihr Antrag atmet diesen Geist und ist in der Hinsicht keine Hilfe für dieses Abkommen. Möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen, der Kollegin Nein. Klöckner? Industrie, Klimaschutz zusammenzubringen, ist das, was wir mit diesem Abkommen versuchen. Und diesen Ungleichgewicht zwischen Austausch von Rohstoffen auf der einen Seite und Industrieprodukte, die wir rüberschicken, auf der anderen Seite zu überwinden. Was sich die Staaten Lateinamerikas wünschen, sind echte Investitionen, Aufbau von Industrieproduktion, Technologietransfer. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die EU-Kommissarin diese Woche, als sie in Brasilien war, 10 Milliarden Investitionen angekündigt hat aus der EU-Gateway-Initiative in Lateinamerika. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, zu zeigen, dass es uns nicht nur darum geht, hier billige Rohstoffe zu bekommen, sondern dass wir an einer echten Partnerschaft auf Augenhöhe mit echten Industrieinvestitionen in Lateinamerika interessiert sind. Wir müssen aber, wie gesagt, auch feststellen, zur Kenntnis nehmen, dass diese Zusatzvereinbarung, die jetzt ins Spiel kam, in Brasilien für Irritationen gesorgt hat. Das stimmt. Und für den Kontext muss man verstehen, dass Brasilien heute schon 80% seiner Energien aus Erneuerbaren gewinnt. Und die Autoflotte in Brasilien zu großem Teil auf Ethanol läuft. Also die Emissionen, also der Kraftstoff in Brasilien, Benzin, hat 27% Ethanol in seiner niedrigsten Variante. Die meisten fahren mit 80%. Also vielleicht können wir auch hier und da auch mal was von Brasilien lernen. Insofern ist es so, dass Brasilien schon jetzt pro Kopf deutlich weniger Emissionen hat als wir, dass es sich trotzdem zum Klimaschutzabkommen von Paris bekannt hat und dass es natürlich mit dem Amazonasfonds versucht, den Amazonas und den Regenwald zu schützen. Die größte Quelle der Emissionen ist nämlich die illegale Rodung. Dabei müssen wir sie unterstützen und da müssen wir ihnen entgegenkommen. Wenn dieses Abkommen scheitert, China steht bereit, das stimmt. Aber ich will auch an dieser Stelle sagen, Herr Spahn, mit China-Bashing werden Sie im globalen Süden nicht vorankommen und keine Freunde finden. China ist der größte Handelspartner schon jetzt von Brasilien. Und übrigens ist China auch der größte Handelspartner von Deutschland. Insofern muss man da auch glaubwürdig in seiner Rhetorik sein, nicht abgehoben, nicht überheblich, nicht nur immer an sich denken. Und dann kriegen wir mit dieser deutschen Bundesregierung Frau Kollegin, auch gute, faire Freihandelsabkommen hin. Vielen Dank. So, bevor ich Ihrem Kollegen Herrn Silberhorn das Wort gebe, Frau Klöckner, Sie zu einer Kurzintervention. Mich, sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Kollegin, schade, dass Sie jetzt eben keine Nachfrage zugelassen haben. Sie haben etwas behauptet, dass wir hier Nachforderungen stellen im Antrag. Ich habe den jetzt nochmal überflogen. Ich finde es nicht zum Thema Landwirtschaft. Wir haben uns geeinigt. Es gibt klare Handelsvolumina, auch in der Landwirtschaft, Kontingente. Und wir betonen sehr klar, dass diese Kontingente, die Einhaltung, dann auch entsprechend kontrolliert werden muss. Und ich glaube, das wollen Sie doch auch. Das ist kein Nachverhandeln, kein Draufsatteln und ist auch kein Aufweichen. Und deshalb finde ich schade, dass Sie sowas unterstellen. Das ist für die Landwirte nicht einfach, aber man kann nicht sagen, wasch mich und mach mir den Pelz nicht nass. Und deshalb sage ich es sehr klar. Wir sind für das jetzige schnelle Ratifizieren, auch wie Ihr Kanzler ja sagt, wir hätten keine Zeit zu warten, aber Ihr Koalitionspartner Grüne behaupten ja was anderes, denn die setzen ja immer selber noch eins drauf, was die anderen am Ende leisten sollten für Deutschland. Also Sie müssen sich intern mal einigen und nicht etwas in unseren Antrag reininterpretieren, was in diesem Antrag nicht drinsteht. Sie möchten antworten, bitte schön. Nochmal für die Klarstellung. Ich stelle es dann auch noch mal klar. Mein Kommentar zielt darauf hin, dass das größte Hürde aus europäischer Sicht nicht wir oder die Bundesregierung, damit meine ich die ganze Bundesregierung, alle drei Ampelpartner, sondern wir tatsächlich Treiber sind und es konservative Agrarinteressen sind, die momentan aus EU-Sicht dieses Abkommen abbremsen. Sie haben da auch Möglichkeiten und in Ihrem Antrag führen Sie ja diesen Punkt auch aus, weil Sie ja wissen, dass die Landwirte Ihnen im Rücken sitzen und Druck machen und dieses Abkommen eigentlich nicht wollen. Und deswegen ist es, wenn man Forderungen an andere stellt, muss man auch selber glaubwürdig sein. Auf diesen Punkt wollte ich noch mal hinweisen. Und wenn wir alle dann einem Strang ziehen, dann können wir es. Thomas Silberhorn hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte hat ein klares Bild ergeben. Für das Mercosur-Abkommen der Europäischen Union sind die SPD-Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion und die FDP-Fraktion. Aber die Kritik wird nicht nur aus AfD und Linksfraktion, sondern ausgerechnet aus der Grünen Bundestagsfraktion formuliert. Und das, meine Damen und Herren, gibt kein gutes Bild dieser Bundesregierung ab. Die Bundesregierung hat hier verwiesen auf die Niederlande, auf Frankreich. Meine Damen und Herren, wir sind die größte und stärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Uns kommt eine Schlüsselrolle bei der Ratifizierung dieses Abkommens zu, weil sich andere Staaten an uns orientieren. Und deswegen darf sich die Bundesregierung nicht hinter anderen verstecken, sondern muss vorangehen und den Ratifizierungsprozess voranbringen, meine Damen und Herren. Seit 2019 liegt der Text fertig auf dem Tisch. Man kann sich gerne über Zusatzvereinbarungen verständigen, aber das Abkommen selbst darf nicht wieder aufgeschnürt und darf nicht zerredet werden, meine Damen und Herren, denn die Zeit drängt. Wenn nicht bald sichtbare Fortschritte erzielt werden bei der Ratifikation, dann kann sich das Zeitfenster auch wieder schließen. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass Uruguay, das stets eine enge Bindung zur Europäischen Union gesucht hat, inzwischen ein bilaterales Freihandelsabkommen mit China verhandelt. Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat im Januar den Mercosur-Staaten gemeinsame Verhandlungen mit China vorgeschlagen. Und Argentinien lässt seit Jahren chinesische Milliardeninvestitionen in seinem Rohstoff- und Energiesektor zu, begibt sich so in finanzielle Abhängigkeit und verschließt damit die Tür für Investitionen aus Europa. Es ist also höchste Zeit, ein neues Kapitel für Handel und Investitionen mit Lateinamerika aufzuschlagen. Aber wie schwer sich die grüne Bundestagsfraktion nach wie vor damit tut, das haben wir heute wieder mal erfahren müssen. Meine Damen und Herren, Zölle senken und Handel liberalisieren ist eben nun das glatte Gegenteil von Ihrer dirigistischen Wirtschaftspolitik. Mit Ihrem Interventionismus sind Sie in dieser globalisierten Welt auf dem Holzweg. Und dass Sie keine Gelegenheit auslassen, dieses Ratifikationsverfahren zu verzögern, legt natürlich auch Ihrem eigenen Bundeswirtschaftsminister Steine in den Weg, der sich ja mittlerweile für dieses Abkommen ausgesprochen hat. Bis auf die Familienministerin waren alle grünen Bundesminister in Brasilien. Und sie kamen stets zurück mit der Botschaft, dass sie jetzt auch für die Ratifikation des Mercosur-Abkommens sind. Die Außenministerin Baerbock ist sogar nach Brasilien geflogen, ohne dort ihren Amtskollegen zu treffen. Das sollte sie übrigens besser lassen. Aber es macht eben auch deutlich, dass die eigentliche Botschaft ist, an die grüne Bundestagsfraktion gerichtet, dass es jetzt Zeit ist, dieses Abkommen zu ratifizieren. Jetzt ist es Zeit, das ist ein gutes Stichwort, denn die Redezeit ist überschritten, Herr Kollege. Und deswegen rufe ich dazu auf, dass Sie nicht weiter blockieren. Hinter diesem Abkommen steht ein neuer strategischer Ansatz. Wenn wir uns aus Abhängigkeiten von Russland und China befreien wollen, dann müssen wir neue Partner suchen und Lateinamerika einbinden in politische und wirtschaftliche Abkommen. Ihre Redezeit ist zu Ende und im Zweifelsfall werde ich das Mikrofon abstellen. Die Aussprache ist auch beendet und wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Lateinamerika stärken, Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten in Kraft setzen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7311 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 4887 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion Die Linke und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Enthält sich jemand? Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel EU-Mercosur-Abkommen neu verhandeln für eine faire Wirtschafts- und Handelspolitik. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7323 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 5980 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen, das ist die CDU, CSU und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Das ist niemand. Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 7345 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir so.
Und kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Heimische Landwirtschaft und tropischen Regenwald schützen, Nein zu geplanten Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/7392 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/5361 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen CDU, CSU und die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Ich komme jetzt zurück zu Zusatzpunkt Nummer 5 und gebe Ihnen zunächst bekannt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Auf den Drucksachen 20/6500, 69/46 und 73/94. Es wurden abgegeben 653 Stimmen. Mit Ja haben gestimmt 388. Mit Nein haben gestimmt 234. Es gab 31 Enthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Wir kommen in diesem Zusammenhang noch zur Abstimmung über drei Entschließungsanträge, nämlich den Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Drucksache 19/7432. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Fraktion Die Linke, CDU, CSU und AfD. Der Entschließungsantrag ist angenommen. Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, CSU auf Drucksache 19/7400. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Fraktion der CDU/CSU. Wer stimmt dagegen? Das sind alle anderen Fraktionen. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Und so kommen wir zum Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/7399. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Jetzt rufe ich auf die Tagesordnungspunkte, Zusatzpunkte 8a.